Und nochmal, hallo Kameramagier zu diesem Tutorial über Plugins in DaVinci Resolve. Es gibt so viele Leute da draußen, die Plugins programmieren, extra für uns als Community. Also ungefähr das, was ich mit Makros mache, also DaVinci Resolve eigenen Effekten, nur halt was ganz anderes mit ihrem Brain- und Coding-Wissen. Und ich hatte jetzt zum Beispiel gestern die Chance, mit jemandem darüber zu reden, wie das denn so ist, so ein Plugin zu programmieren. Und da dachte ich, ich mache mal einen Livestream direkt dazu, weil es gibt einen Haufen kostenloser Plugins da draußen. Und es gibt sogar eine Plugin-Sammlung, die du dir runterladen kannst. In der Beschreibung habe ich dir mehrere verlinkt und auch den ein oder anderen Channel, den man sich mal angucken kann. Und jetzt gehen erstmal Grüße raus an Yippie, der gestern sich mit mir hingesetzt hat und über Code gesprochen hat und Hardware-Programmierung und all den ganzen Stuff. Das war sehr, sehr inspirierend. Okay, schauen wir mal rein. Das erste Plugin oder die erste Plugin-Sammlung, die du kennen solltest, die größte Plugin-Sammlung, die du kennen solltest, ist Reaktor. Das ist eine Sammlung von Leuten oder von, das ist eher eine Sammlung von Fusionern, also die noch von der Zeit kommen, wo Fusion gar nicht in DaVinci Resolve integriert war, sondern einfach eine eigene Software war. Und genau diese Community hatte sich damals zusammengeschlossen und gesagt, yo, lass uns was kreieren, wo wir quasi unsere Presets global mit anderen teilen können. Und das ist Reaktor geworden. Und unten in der Beschreibung habe ich dir auch einen Link zugeschickt und den gucken wir uns jetzt mal an. Okay, das hier ist die Webseite von We Suck Less. Also ja, und das sind eigentlich, glaube ich, Teil der Original-Fusion-Programmierer mit drin. Und die haben quasi mehr oder weniger den Source-Code gezeigt und gesagt, hey, ihr könnt hier euer eigenes Ding machen. Das, was worauf Fusion basiert, ist ja Lua und Python, also Python. Genau das gleiche, worauf Blender basiert, aber Lua ist meistens die Sprache, die genutzt wird, um intern was abzufertigen, weil Lua eben eine sehr, sehr leichte, kleine Skriptsprache ist. Aber du musst gar nichts von Coding und so weiter wissen, denn du kannst Reaktor dir einfach runterladen und gratis Presets und Fuses und Tools ebenfalls installieren. Wichtig dafür ist, dass du diesen Link hier unten klickst, reaktor-installer.lua, und dieses File, dieses Lua-File, das musst du dann in Fusion droppen und dann kannst du zum Beispiel sowas hier mitmachen. Das hier ist jetzt ein Preset von den Crocodov Tools, das ich dir auch auf meiner Webseite zur Verfügung stelle mit eben all diesen ganzen Beschreibungen, was diese Partikel machen, was hier in dem 3D-Render passiert. Einfach für dich, damit du das Ganze mal nachvollziehen kannst. Und jeder, der die Community-Tab oder jeder, der hier abonniert hat und den Community-Tab mal von mir aufgemacht hat, weiß, ich hau da quasi jede Woche mindestens ein Free-Preset rein und versuche das Ganze ein bisschen strukturiert zu halten, weil tatsächlich diese Videos aufzunehmen und zu machen, dauert viel, viel länger als die Presets an sich. Deswegen bin ich meistens immer im Verzug mit Tutorials. Das hier drüben ist zum Beispiel der Anfang von meinem Audio Visualizer. Den können wir uns nachher mal noch ein bisschen angucken. Denn der geht mit eben diesen Plugins, die du über Reaktor kriegen kannst. Okay, aber wie installieren wir... Also ich zeige euch noch was. Und zwar... Hier, das ist die Pirate of Confusion Blitz Fuse, mit der man Blitze animieren kann. Und das ist ein ziemlich cooles Ding. Damit kann man sau viel machen und mit verdammt vielen Settings spielen. Ne? Man kann halt die Position verändern, aber das Ding braucht einen Input. Und man kann halt natürlich die Energy Distribution aufladen, so richtig fette Blitze machen, und das ist besser als jeder Energieeffekt, den ich euch gezeigt habe, weil Saber oder diese Saber-Energieeffekte sind halt mehr dieses Wabernde. Die Blitzfuse, also die POC Blitzfuse, wenn ihr das hier lest, Pirates of Confusion Blitz Light, die hatte ich euch auch mal im Community-Tab verlinkt, die kann halt
diese richtigen Blitze schießen. Und ich weiß nicht, wie der Gute es programmiert hat. Also Vito Lamanna, der eigentlich Fusion groß gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es noch viel mehr gab, die halt so in-depth sind. Brian Rain auf jeden Fall. Der ist einer der Götter, aber der hat das Ding, glaube ich, mitprogrammiert. Ja, und das sind so Tools, die man sich runterladen kann, um halt super geile Effekte zu machen. Und man kann sich da ja nicht nur Tools, sondern auch Modifier runterladen. Und diese Modifier, die können zum Beispiel, mach's mal an hier, die können zum Beispiel, Animationen treiben, wie zum Beispiel der Suckless Audio Modifier, den ich hier drüben mal reingeladen habe, mit dem man Audio Visualizer erstellen kann. Aber dazu später mehr. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wie Reaktor installiert wird. Okay, zuerst lädst du dir also dieses Lua-Skript runter. Und dieses Lua-Skript, das ziehst du einfach in Fusion rein. Ich kann das hier mal pro forma durchführen. Ich habe es in den Downloads irgendwo Reaktor Install Logs. Wo hatte ich es runter? Wir laden es uns einfach mal runter. Du lädst es runter. Draufklicken. Dann kommt das Script. Und das speichern wir in die Downloads. Ah doch, der ist in den Downloads. Ja. Der war nur woanders. Downloads. Und dann haben wir hier drüben den Lua-Installer. Den ziehen wir uns einfach in Fusion rein und da kommt so ein kleines Pop-up. Und dann kannst du das Ganze installieren. Okay, und wenn du das gemacht hast, dann kommt ein riesiges Pop-up, mit dem, wo du auswählen kannst, was du installieren willst an Tools und so weiter und eine kleine Beschreibung. Wenn du Reaktor schon installiert hast, dann kannst du auch hier oben über Workspace gehen. Und hier über Scripts, Reaktor und dann Open Reactor. So, und dann kommt einfach nochmal genau derselbe Dialog auf, also dieselbe Dialogbox, die du dann beim Installieren siehst, wo du dir all die ganzen Teile runterladen kannst. Hier gibt es zum Beispiel einen Denoiser, ne, für jemanden, der, einen Denoiser braucht für CGI, wenn ich das hier jetzt so richtig sehe. Achso, ist für Re-Ray, Path Trace Renoiser, also für CGI, also für computergenerierte EXR-Images. Das, was ich grundsätzlich sehr, sehr gut finde, ist zum Beispiel Audio Waveform. Das ist die von Yippie. Das zeigt dir dann dein Audiospektrum. Und ich habe mit ihm geschrieben, dieses Wave-File, das darf nur unter 10 MB sein. Und er hat jetzt in der neuen Version schon diese 10 MB-Beschränkung aufgenommen. Er muss es allerdings noch updaten und ich sage euch Bescheid, wenn es soweit ist. Aber wir, falls du jemals in Code reingeguckt hast, wirst du wissen, es ist manchmal ziemlich verrückt, das zu updaten und Bugfixes zu machen und so weiter. Die Blitzlight Fuse findest du unter Pirates of Confusion. Und das, was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist zum Beispiel das Echo und den Fast Expo Glow. Das ist ein Glow, der sehr, sehr schön ist. Also der Emilio, der hat einen ganz, ganz tollen Glow gemacht. Und das, was vor allen Dingen sehr, sehr cool ist, sind die Crocodoff Tools für DaVinci Resolve. Und die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Aber vorher, also du wählst quasi alles aus, klickst dann auf Install und dann tust du einfach DaVinci Resolve nochmal neu starten. Achso, und was vielleicht auch noch sehr, sehr interessant ist, ist X-Glow und Wave. Der Wave-Modifier von We Suck Less ist quasi das, was ich mit dem Flickr gemacht habe, nur echt als Wellenschreiber mit Frequenz. Das ist super cool, um halt eine einheitliche Welle zu erzeugen oder einen Modifier, der eine Welle hat. Genau. Und du siehst hier natürlich auch immer, das ist ein Modifier oder ist es ein Tool. Genau.
So, soviel dazu. Mach mal zu, machst du neu auf und ich gucke jetzt nach den Fragen, nach euren Fragen. Gibt es denn soweit schon Fragen, die ihr reinhaut? Oh, ich merke schon, die Streamverbindung ist heute echt lange, 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 lange. Gibt es denn Fragen zu Dingen, die ihr habt? Ich kann euch jetzt keine Coding-Fragen beantworten, aber grundsätzlich bin ich offen für das, was ihr machen wollt. Ansonsten würde ich euch nämlich jetzt zuallererst mal in die Crocodoff Tools mal reinführen, was es da so gibt, was man mit denen so machen kann und wie das damit weitergeht. Genau. Und wie gesagt, wenn du eine Frage hast, schau in den Chat. Ich schaue immer mal rein. Das dauert immer so 5 bis 10 Minuten und ich habe hier natürlich auch noch eine Verzögerung zu euch. Und erstmal moin, Cinematiker. Schön, dass du es trotzdem schaffst. Ich weiß, dass du ja ziemlich viel zu tun hast und ich habe auch ziemlich viel zu tun. Aber deswegen machen wir ja jetzt hier den Livestream. Na dann, ein Hangout auf euch. Ach so, ja. Und jetzt nochmal shamelessly Selbstwerbung. Gibt es auch coole Bauchbinden? Naja, ich habe dir doch mal die ganzen Title und Presets und so weiter in meiner. Also reichen dir die Title Presets jetzt erstmal nicht, die ich dir geschickt habe, beziehungsweise die auf meiner Website zu finden sind. Ich bin dabei, neue zu erstellen, aber das dauert. Es gibt von einigen Leuten Bauchbinden, die es for free gibt, aber dann würdest du eher nach Makros suchen und nicht nach Fuses. Also Fuses sind halt diese selbstprogrammierten Tools, die über Reaktor verwaltet werden. Genauso wie die Modifier. Genau. Jo. Noch Fragen? Genau, ansonsten ist Selbstbauen auch immer eine Option, wenn du ganz, ganz leichte, einfache. Was für einen Stil an Lower Thirds stellst du dir denn vor? Bobermann. Oder Bobbermann? Genau. Stevie Ray. Ola, wenn Reaktor-Plugins installiert sind, sind sie dann für Steuerung Space erreichbar verfügbar? Ja, sind sie. Ich kann dir das auch mal kurz zeigen. Also ich suche zum Beispiel hier nach Light und da kommt dann hier die Blitzlight Fuse, die ich mir dann raussuchen kann. Und das wirst du auch gleich sehen, wenn wir mal uns hier das 3D Connect angucken von den Crocodoff Tools. Okay, wie gesagt, dieses Preset zum später mal reinschnuppern kannst du ja auf meiner Webseite runterladen. Ich habe es dir unten verlinkt in den Free Downloads, in den Trainingstemplates. Und wie gesagt, schaut immer mal in den Community Tab, weil wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, dann schickt euch YouTube auch so Textbenachrichtigungen und kleine Giftbenachrichtigungen und sowas. Und das ploppt dann manchmal bei euch im Feed auf, aber die müsst ihr aktivieren, weil ansonsten seht ihr nicht, wenn ich mal gerade ein neues Preset raushaue, wie zum Beispiel das Neueste, was ich heute rausgehauen habe, sind die ganzen Makros zu meinen Countdown-Timern und so weiter. Dazu gab es ja auch schon mal ein Tutorial ganz am Anfang im August, im Februar, als ich mit diesem YouTube-Channel gestartet bin. Genau, aber wie gesagt, aktivieren und dann kriegt ihr Goodies. Aber ihr könnt mich auch unterstützen, indem ihr mein Transition Pack kauft. Aber wenn ihr Transitions wollt, dann schaut doch mal in die Downloads rein, denn da gibt es nämlich kostenlose Transitions. As simple as that. Und jetzt gucken wir mal in die Crocodoff Tools rein. Es sei denn, es gibt jetzt noch eine Frage. Nee, gibt's nicht. Alles klar. Goodie. Jo. Also, dieses Preset kann man sich hier runterladen, aber ich lösche das mal, damit wir das ein bisschen von Grund auf aufbauen. Die Crocodoff Tools bieten verschiedene Sachen, unter anderem. Das Ding ist, sie werden nie mit Crocodoff Tools irgendwie angeteasert, sondern es sind einzelne Tools. Das ist so ein bisschen das Ding.
Oh, Computerton sagt nein. Sehr schön. Und ihr seht hier schon, ich habe hier zum Beispiel zweimal Audio Waveform drin, weil mir nämlich der Jippy, übrigens, er heißt Peter Strubel hier auf YouTube, der ist auch manchmal bei mir in den Kommentaren, der hat nämlich die Audio Waveform programmiert und mir dann eine andere Version zukommen lassen. Und du könntest zum Beispiel hier eine Audio-Waveform reinladen und dann deine Audio sichtbar machen. Ja, und zum Beispiel halt irgendwie was hoch und runter stellen, so wie du es magst. Gut, aber gucken wir uns doch mal die Krokodov-Tools an. Und um mal euch das Connect3D von dem Krokodov-Tools mal zu zeigen, brauche ich ein Particle-System. Also suche ich mir ein P-Emitter, ihr kennt es mittlerweile, ich mache ja fast nur Particle-Tutorials und das Particle-System ist super vielfältig in Fusion. Und ja, wir suchen uns den Particle-Emitter und stellen den mal auf 1.6, stellen ihn mal auf 2 Particles und wir brauchen natürlich noch ein P-Renderer. Ich wette, das hättest du mir auch noch gesagt. Ja, genau du, der da gerade zuguckt, damit wir das Ding sehen können. Okay, hier haben wir dann unsere gewohnte 3D-Umgebung. Und das Ding ist, wir brauchen unbedingt den Output von dem 3D-Renderer auf 3D, weil dadurch kriegen wir einzelne Punkte, die quasi 3D-Koordinaten haben. Und falls du jemals das Custom-Tool in der Hand hattest von den Particle-Emittern, dann kannst du sehen, dass jeder Particle, immer der gespawnt wird, bekommt eine Zahl zugewiesen, eine ID. Und daraufhin basieren die Krokodov-Tools, denn diese IDs werden quasi zugewiesen mit Vektordaten. Also du musst dir vorstellen, jeder einzelne Punkt von diesen kleinen Pünktchen hier hat eine ID und natürlich XYZ-Koordinaten. Und diese XYZ-Koordinaten werden von den Krokodov-Tools ausgelesen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Connect3D raussuche, das übrigens nur dann halt kommt in deinen Tools, wenn du die Krokodov-Tools installiert hast. Deswegen hatte ich das erst, also dieses Polygon-Teil, das habe ich nicht so gebaut. Das hatte ich mir von jemandem abgeguckt. Ja, ich bin nicht so. Manchmal weiß ich auch nicht alles. Und ich dachte, ich zeige es euch. Aber der das gezeigt hat und der mir das gezeigt hat, war Gargoyles at Work. Auch ein Animator in Fusion, den man folgen kann, der gratis Title-Templates hat, also Bobermann an dich, da gibt es noch Lower Thirds zum Runtersaugen. und der Gargoyles at Work, der macht echt super schöne Arbeit. Und das Letzte, was er gepostet hat, war so ein kompletter Intro-Animations-Breakdown. Ich glaube, der ging 3 Stunden oder so. Und das war sowas, wo man reingucken konnte, wie macht man das? Wie baut man sich so seine Intro-Animation von vorne nach hinten einfach nur als Breakdown? Die war natürlich ziemlich komplex, aber es gibt halt noch andere Dinge, die er auf seinem Kanal hat, unter anderem Free Titles. Und ich kann ihn nur empfehlen, er ist auch super sympathisch anzuhören. Und andere YouTuber werden wir auch noch heute kennenlernen. Also, die haben jetzt 3D-Inputs und 3D-Grafiken. So, die können wir jetzt auslesen. Und dazu brauchen wir natürlich, um das Ganze am Ende zu rendern, brauchen wir natürlich einen Render3D. Weil die liegen ja jetzt als 3D-Punkte vor und wir brauchen ja ein 2D-Bild am Schluss. Und deswegen suche ich mir hier mein Render3D und dann habe ich hier meine kleine Punktewolke. Und da ist es immer sinnvoll, ein Merge3D anzuschließen. Nein, kein normales Merge, wir brauchen ein Merge3D. Und dieses Merge3D, das braucht man, um halt noch eine Kamera oder sowas hinzuzufügen, damit wir bestimmen können, wie wir unsere kleinen Pünktchen sehen. Aber ich werde zuallererst mal im Region-Tab meine Sphere vergrößern, damit wir erstmal richtig große Punkte haben. Und im Style-Tab stellen wir das Ganze mal auf
Blob und stellen mal die Size Controls ein bisschen um. Also ich will eigentlich einfach nur, dass wir die Punkte ein bisschen besser sehen. Und wir haben wir hier noch ein bisschen, können wir hier den Blur runternehmen? Ne. Aber wir können auch N-Gons nehmen und da einfach einen schönen Stern oder sowas nehmen. Hier. Jawohl. Irgendwie sowas. So, jetzt haben wir schöne Punkte, die wir verbinden können. So, wir haben jetzt quasi den Merge 3D und wir haben jetzt das Connect 3D. Das Connect 3D bekommt als Input unseren Render 3D. Und wenn du dir das jetzt anguckst, dann siehst du, jeder dieser Punkte hat mit jedem anderen Punkt auch eine Connection gezogen. Und das ist erstmal cool, aber wenn du dir das ansiehst, ist es echt overwhelming. Und deswegen kannst du mehrere Dinge machen. Du kannst zum einen die Probability runterstellen, wodurch du auch viel, viel weniger Punkte hast. Und du siehst schon, wenn wir das jetzt hier mal vom Render 3D mit dem Merge 3D verbinden. Oh, der Soft Glow war zu viel. Da müssen wir mal den Gain runternehmen. Oh, noch viel, viel weiter. Naja. Gut. So. Ja, und jetzt haben wir eine Animation, die halt aufkommt wie so ein Datenkonstrukt. Und wenn dir das zu viel ist, dann musst du einfach nur den Particle Emitter runterstellen auf 1 oder 0,5. Und schon sind halt weniger Punkte, die halt pro Frame gespawnt werden, die miteinander eine Verbindung knüpfen. Ja. Und dann hast du so verschiedene Möglichkeiten zu sagen, okay, du möchtest vielleicht nicht alle verbinden, sondern nur die, die zusammenhängen. Und dadurch fängt es an verschiedenen Stellen zu verbinden. Und jetzt können wir auch wieder die Probability hochstellen. Ne, dadurch macht es halt, gibt es halt so ein bisschen anderen Effekt. Aber wenn du sagst, gerade Linien sind nichts für dich und du hättest gerne lieber Kurven, kannst du das auch machen. Aber ich würde eher auf Axial gehen, wenn du es so Pipe-mäßig haben möchtest. Das ist auch sehr interessant. Und mit Radius kannst du die Dicke einstellen. Und da siehst du diese als Objekte, wenn du dir die mal als Objekte anguckst, die Pipes, das sind ganz simple geometrische Formen, die du auch mit, ich glaube mit Object Step, nee, Object Step war es nicht, du kannst sie auch verändern. Curves hatte ich bis jetzt bei mir noch nicht. Oh, okay, der Radius war zu hoch, anscheinend. Ah ja, hier siehst du, jetzt werden Kurven erstellt aus verschiedenen. Und die kann man die mit Object Step... Subdivisions, hier kannst du die abrunden, darum geht's. Subdivisions und Subdivision Height. Ja, dadurch kannst du halt so Spaghetti-mäßige Animationen erzeugen. Ich weiß jetzt zwar nicht, Subdivision Height kannst du auch, glaube ich, runterstellen. Irgendeins macht, dass du, das war zu viel. Genau. Aber du kannst auf jeden Fall mit Order Closest oder Object kannst du quasi die Reihenfolge bestimmen, von wo die Punkte gezogen werden. Ne? Und dadurch werden halt verschiedene andere 3D-Teile erstellt. Und jetzt könnten wir eigentlich einfach nur eine Kamera hinzufügen und fahren. Ne? Mir persönlich gefällt am besten die direkte Verbindung auf Continuous mit Random, mit einer Random-Verbindung. Und mit einer relativ hohen Probability. Na? Jetzt zeigt er mir gar nichts mehr an. Ah, doch, da kommt was. Aber der Radius ist nicht hoch genug. Deswegen sehen wir nichts. Genau, und da siehst du halt, dass die Verbindungen halt einzelne Linien sind. Aber die Meshes und Curves, die sind halt, dicker. Die haben mehr Substanz. So,
Bevor wir jetzt gleich reingehen in 3D-Kamera-Animation, gucken wir uns mal an, was ihr in den Chat geschrieben habt. Bobermann hat die Hoffnung, dass du das Translation Pack gewinnst. Ja, bis Freitag könnt ihr noch auf dem Video von dem guten Andreas ab, könnt ihr ein Transition Pack von mir gewinnen. Und zwar, wenn ihr unten in den Link in der Beschreibung klickt, kommt ihr zu einer Gleam-Verlosung auf meiner Seite. Da tragt ihr euch einfach mit eurer E-Mail ein. Und am Freitag um 15 Uhr werden 3 Gewinner gezogen, denen ich dann das Transition Pack per E-Mail zukommen lasse. Genau. So sieht's aus. Gibt's sonst noch was dich interessiert? Falls du Fragen hast, immer raus, rein in den Chat. Ich werde immer mal Pause machen und dann den Chat nachlesen und dann können wir das aufarbeiten und gucken, was man so machen kann. Oder sagst du, Fusion ist dir sowieso zu schwierig, dann bist du hier wahrscheinlich eher auf dem falschen Channel. Aber wenn du nicht mitkommst, dann sag mir Bescheid, dann kann ich versuchen, was zu erklären. Aber denk dran, dass wenn du einfach was reinschreibst, dass ich temporale Verzerrung habe. Ne, wenn zu dem Zeitpunkt, wo ich lese, was du sagst, habe ich höchstwahrscheinlich schon, jetzt bin ich nicht mehr im Stream, was ist denn hier los? Hallo? Hui. Ich habe temporale Verzerrung, würde ich sagen. Und je nachdem, wann du das schreibst, habe ich höchstwahrscheinlich das nicht mehr, bin ich schon an einem ganz anderen Punkt. Genau. Okay. Aber gucken wir mal weiter, was wir denn noch so jetzt mit einer 3D-Kamera machen können. Und ich wette, du merkst auch jetzt schon, dass es sehr, sehr cool ist, wenn man so eine 3D-Wolke mit Partikeln hat, wenn man die auf einmal spawnt und dann so in seine Hand halten könnte. Und das ist so ein Compositing-Thema, wo wir in den nächsten Livestreams höchstwahrscheinlich eher reingucken können, weil das, worauf ich Lust habe mit euch, ist mal so Livestream-Sessions zu machen, wo man halt verschiedenste Sachen sehen kann. Und da sich meine Community sehr, sehr stark Gaming-Videos gewünscht hat, soll nächste Woche Dienstag ein Gaming-Live-Schnitt kommen. Also ich werde am Donnerstag mit jemandem von euch spielen. Wir spielen Brawlhalla. Also schreib mir auf Instagram, falls du Bock hast, mit mir zu zocken, falls du Bock hast, Beat'em Up zu zocken. Das sind die einzigen Spiele, die ich spiele, und Autorennen. Aber nichts top Need for Speed 1. Also das ist noch so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, oh. Oder Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ist auch etwas, was richtig geil ist. Aber wir sind hier nicht, um Spiele zu spielen, sondern eigentlich für Compositing. Also dieser Kanal, der ist nicht nur über Effekte und Fusion und so weiter. Ich will eigentlich noch viel mehr und noch viel weiter gehen. Nämlich in Zukunft werden dann auch so Blender-Tutorials gezeigt, weil das an 3D-Grafik und an 3D-Wissen ist genau Blender, die kostenlose Version, die besser ist im Rendern und im Handhaben von realistischen Umgebungen. Aber 3D ist so ein Riesenfeld, dass ich versuchen werde, es runterzubrechen in einzelne Steps. Und mir ist eigentlich auch egal, ob du Fusion nimmst oder Blender oder After Effects, obwohl, seien wir doch mal ehrlich, After Effects ist nicht so gut im 3D. Das ist das, was mich an Fusion sehr, 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 sehr freut. Du hast im Vergleich zu... Ich will After Effects nicht schlecht reden. Ich habe 4 Jahre lang After Effects Komposition ohne Ende gemacht. Aber du brauchst allein für paar gute Particle-Systeme brauchst du ein Plugin, was 300 Euro kostet oder 150. Dann brauchst du nochmal Trapcode, irgendwas für irgendwas Cooles. Dann brauchst du Starlight. Allein für Plugins kannst du 500 Euro auf den Tisch kloppen, und das Particle-System in Fusion, wenn du dich da mal reingearbeitet hast, kann all die ganze Kacke, also kann das ganze Zeug. Wieso sollte ich mir dann irgendwelche Plugins kaufen, wenn Fusion das easy kann und das sogar in der kostenlosen Variante? Also, das verstehe ich nicht. Da muss sich Adobe mal anstrengen. Genau. Aber was wollte ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Genau, auf diesem Kanal geht es hauptsächlich um Compositing und wie kann man Dinge in die Szenen einbauen. Also ich bin so ein Visual Effects-Typi eigentlich. Und ich komme aus dem Feuerstunt-Bereich. Also ich war Feuerstuntman und ich habe dann bemerkt, dass viele Leute, also ich habe dann so nebenbei angefangen mit Blender und Fusion und After Effects und habe dann bemerkt, das macht mir ziemlich viel Spaß. Aber on set brauchen die Leute eigentlich, wenn sie eine große Explosion haben, auch noch so Flammprojektoren und sowas, damit sie das realistisch einbauen können in ihre Footage. Und so habe ich angefangen, mehr oder weniger als Visual Effects Coordinator zu arbeiten, der auch Feuerstuntman war. War ziemlich lustig. Oder ist auch ziemlich lustig. Und sehr speziell. Deswegen, ja. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen so meinen Ansatz an 3D-Zeugs und sowas mitgeben. Genau, okay. Aber gucken wir jetzt mal weiter, wie wir jetzt eine 3D-Kamera animieren können, damit unsere Animationen nicht nur aufploppende Linien sind. Achso, und letztens hatte ich jemanden, der kommentiert hat, ich wedel zu viel mit den Händen und das soll ich lassen. Danke für das Feedback. Ich glaube, das mache ich nicht. Hyperaktivität for the win. Okay. Das ist jetzt unser Setup, das, was wir hatten. So, und das, was wir jetzt brauchen, ist eine 3D-Kamera, damit wir nicht immer nur den Render sehen von dieser Seite. Jetzt können wir natürlich einfach nur unser Ding rotieren lassen, wenn wir das wollen, ne? Das wäre natürlich einfacher. Aber man hat ohne 3D-Kamera nicht die Möglichkeit, Tiefenunschärfe einzubauen. So, und dazu holen wir uns eine Cam, nicht CA, sondern CAM, Cam 3D. So, und diese Kamera 3D fügen wir hier in die Merge ein. Und damit ist sie mitten in unseren Partikeln und Verbindungen. Deswegen, wenn wir jetzt mal gucken, sehen wir nicht. Der 3D-Render nimmt übrigens immer automatisch die Kamera, die verbunden ist mit dem 3D-Merge. Okay, aber wie können wir das jetzt machen, dass die Kamera da rauskommt? Ja, ganz easy. Wir nehmen uns einfach hier den blauen Pfeil und ziehen die da raus. Und du siehst, unsere Partikel werden größer. Und das Wichtige ist, falls du wirklich Real-Life-Footage genommen hast, dann kannst du hier drüben auch noch bestimmen, wie dein Angle of View ist, also was für eine Millimeteranzahl du hast. Ich persönlich habe da hinten das Vogtländer 17,5 mm, was allerdings ein Micro Four Thirds Sensor ist, weil es die Blackmagic Pocket ist. Deswegen ist es bei mir immer auf 35 mm voreingestellt, weil Micro Four Thirds Sensor hat quasi einen Crop von Faktor 2. Das bedeutet, ich muss die 17,5 mal 2 rechnen. Macht das Sinn? Falls du schon mal Kamerasensoren dich mit auseinandergesetzt hast, dann ist das für dich wahrscheinlich interessant und weißt, was ich meine. Okay. Allerdings sehen wir jetzt noch nicht, wo unser Fokus liegt. Ne? Und wir haben den Fokus auch noch nicht angeschaltet. Und jetzt kommt etwas, was ich ein bisschen kontraintuitiv finde, grundsätzlich. Und zwar müssen wir den Fokuseffekt, diesen Fokusblur, müssen wir im Render 3D einstellen. Dazu gehen wir hier unter Software Render auf OpenGL. Denn nur im OpenGL oder in dem OpenGL UV Render haben wir die Möglichkeit, hier Accumulation Effects einzufügen. Und okay, ich muss was trinken. Und Akkumulisa. Ah, was ist das denn? Also aufbauende Effekte. Akkumulationseffekte. So, jetzt. Und Akkumulationseffekte sind halt Dinge, die sich miteinander addieren. Und das ist der Blur. Der Blur addiert sich, je weiter weg das von der Kamera ist. Und die müssen wir anstellen. Und dann haben wir jetzt alles unscharf. Aber wir wissen ja gar nicht, wo unser Fokus liegt. Und deswegen müssen wir jetzt zurück in die Kamera gehen und in der Kamera die Control Visibility anstellen.
Und dann hast du hier unten einer, der sollte bei Default eigentlich aktiviert sein, finde ich. Ist er aber nicht. Und der ist Focal Plane. Damit zeigt er uns so ein grünes Rechteck, wo unser Fokuspunkt ist. Und dann haben wir hier den Reiter Focal Plane, mit dem wir quasi bestimmen können, wo unser Fokus liegt. Und du siehst, schon haben wir super, super schön unsere Teile im Fokus. Also zumindest können wir jetzt auch die Möglichkeit sagen, okay, bleib da mit dem Fokus oder wir können den Fokus wandern lassen. Wir können den von vorne nach hinten einmal durchgehen lassen. Und wenn du das so ein bisschen verfolgst, siehst du, die vorne blurren dann noch so ein bisschen aus. Und das, was wichtig ist beim Blur und Weichzeichnung bedeutet mehrere Lagen. Also hier ist ja Transparenz dahinter und dazwischen ist ja auch Transparenz. Das heißt, wir müssen noch bestimmen, wie die Transparenz berechnet werden soll. Und dazu müssen wir wieder in 3D-Render rein. So, und da gibt es hier unten diesen Reiter namens Texturing. Und den stellst du nicht auf C-Buffer, der schnell ist, sondern auf mindestens QuickSoft. Weil dann siehst du, sind die. Ich zoome hier mal rein. Du siehst hier, wenn ich C-Buffer habe, dann wird die Transparenz eigentlich darauf nicht akkumuliert. Die wird nicht dazu gerechnet, wo der andere auch schon dahinter ist. Ne? Es wird die Transparenz, die ich am Ende eines Partikels habe, wird quasi von dem dahinterliegenden abgezogen, was nicht realistisch ist. Deswegen immer mindestens auf QuickSoft stellen und so kriegt man die Transparenz richtig schön. Das siehst du noch viel mehr, wenn du einen schwarzen Hintergrund hast und dann auf einmal der Partikel, der hinter dem eigentlich transparenten Partikel ist, der ist dann auf einmal schwarz und du denkst, hä? Was ist da los? Ne? Okay. Und wenn du jetzt auf Sorted Soft Accurate stellst, dann ist es natürlich noch viel rechenintensiver, aber dafür akkurat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Unterschied zwischen QuickSoft und akkurat nicht ganz so groß ist und ich gehe immer mit QuickSoft, weil es ganz einfach nicht so rechenintensiv ist. Okay. Jetzt müssen wir noch einen Weg finden, die Kamera schön bewegen zu lassen. Also wir könnten jetzt natürlich das Merge 3D rotieren lassen, aber wie du siehst, dreht sich dann unsere Kamera mit. Deswegen ist das Einfachste, was du machen kannst, einfach ein Transform 3D reinzuziehen. Einen Transform 3D und den zu animieren. Indem du hier drüben auf Rotation klickst, setzt ein Keyframe. Und dann gehst du ein bisschen vor in der Zeit und wir gehen einmal rum um die ganze Sache. Achso, hier soll ich mal raus gehen. Und dann siehst du, wir haben. Oh. Und set that back. Und jetzt haben wir Particles, die sich auch noch bewegen dabei. Sehr, sehr schön, würde ich mal meinen. Und jetzt noch ein Pro-Tipp. Was heißt hier Pro-Tipp? Eigentlich Common Knowledge. Wir haben jetzt hier die Splines und die sehen ziemlich abgehakt aus. Und diese Splines können wir ganz einfach, indem wir alle markieren und einmal S drücken, können wir ausmoven. Dadurch wirkt die Bewegung viel, viel natürlicher. Ne? Aber das würde ich jetzt noch ein bisschen mehr so ziehen, dass es halt so ein bisschen unregelmäßig ist. Genau. Und dadurch haben wir schon eine kleine, schöne Bewegung. Und ich gucke jetzt mal nach euren Kommentaren. Okay. Ah, ich bin doch. Ja, ich hab mir meine Maus mit Shortcuts belegt. Und das eine ist halt im Internetbrowser auch auf Zurückklicken. Und das macht nicht so viel Sinn, wenn ich euch mich zeigen will, aber eure Kommentare lesen will. So, muss ich den Chat irgendwie nochmal neu laden? Hier, ich kriege keine Fragen rein von euch. Was ist da los? Moin, ihr Leute. Wie kann man das Pad gewinnen?
gewinnt. Wie kann man das Pack? Justus, sag mir mal, was so. Ach, oder meinst du das Pack? Das Transition Pack kannst du gewinnen, indem du unter Andreas abletztes Video gehst und dort gibt's eine Verlosung verlinkt, wo du mein Transition Pack gewinnen kannst. Was hast du für ein PC? RAM, CPU? Diese Frage kriege ich gefühlt dreimal am Tag. Deswegen hier nochmal, also falls ihr euch nicht mal, also falls ihr mal mir auf Instagram folgt, da habe ich diese Frage schon regelmäßig beantwortet. Also ich habe 16 GB RAM, ein 4-Kerne-CPU mit 4 GHz oder 3,6 GHz, irgendwie sowas. Auch nicht das Optimale, aber genau, und ich habe, ganz wichtig, eine 4 GB 1070 Ti, die sehr viel VRAM vergeben kann. Und deswegen jetzt nochmal ein kurzer Einblick in, wie kannst du Fusion für Playback optimieren? Und dazu gehen wir mal in Fusion rein. Zuallererst, das hier, wenn du dir das mal hier oben anguckst, das hier ist eine Komposition, die ich für Livestreams mache, ist Standard SD, ne, ja, wie heißt das? Standard Resolution, ja, 27p, das, was heutzutage keiner gucken will. Ne? Das ist zum Arbeiten immer ziemlich gut. Und dann kannst du, wenn du hier in die Menüleiste, wo Play und Loop und sowas ist, kannst du mit Rechtsklick reinklicken und Motion Blur und High Quality deaktivieren und ganz wichtig auf Proxy schalten. Dadurch abstrahiert er vieles und nutzt keine akkuraten Rechenwege, die viel, viel einfacher sind. Das ist wie wenn du so die Hälfte unter den Tisch kehren lässt und überschlägst. Das führt schnell zum Ergebnis, wenn du sagst, ja, 2,73 plus 4 sind 8. Ne? Ist halt schnell, also ist halt schneller, wenn du aufrundest, Pi mal Daumen, als wenn du dann sagst, das ist dann 7,234. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt die falsche Zahlenreihenfolge gesagt. Schreib es mir doch in die Kommentare. Und like das Video, like den Stream. Denn ich habe jetzt so heftig gekeult die letzten Tage und euch so viele Presets rausgeballert. Ich meine, neben den Transitions und neben den Countdown-Timer, zu denen ich schon ein Tutorial hatte, zu den Loading-Bars, die ihr drehen und wenden könnt, wie ihr wollt, hatte ich ja jetzt auch noch ganz anderen Stuff, wie zum Beispiel das hier mit Beschreibung in Deutsch und Englisch verfasst. Und das ist halt schon ziemlich cool. Und all das kannst du unten in der Beschreibung in den Download-Links, Free-Download-Stuff, runterladen. Genau. So. Aber sagt mir doch mal, gefällt euch über, ladet ihr euch überhaupt meine Templates runter und lest ihr die durch oder sagt ihr euch dann, ich will Premade Stuff, ich will mich da gar nicht reinfuchsen, mir ist das scheißegal, Hauptsache es funktioniert und ich will endlich ein Transition Pack und ich will Teile, was weiß ich, weil ich kenne es von mir selber. Ich persönlich bin sehr der sagt, okay, ich möchte mich da reinfuchsen, ich möchte wissen, wie es funktioniert. Aber das bin ich. Vielleicht bist du das nicht. Okay. Ansonsten noch Fragen zu diesem 3D-Stuff und wie man jetzt eine 3D-Kamera animiert. Also es ist quasi ein Mix aus 3D-Kamera und Render 3D. Ja, du könntest jetzt in die 3D-Kamera gehen und die Focal Plane auch noch animieren. Ne? Das wäre so der nächste Step. Genau. So, und dann gucken wir uns mal an, was es noch für Fuses gibt, weil es gibt noch von Chris Riddings, der auch programmiert, einen ziemlich coolen Effekt für Live-Footage, den man auch sehr, sehr gut nutzen kann. Und den seht ihr hier schon in Action. Ich grinse mir hier so einen ab. Und das ist die Pixel Sorting Fuse, die man sich auf seiner Webseite runterladen kann. Aber die gucken wir uns an, nachdem ich eure Fragen angeguckt habe. Also, eure Fragen, her damit. Moin, DaVinci Resolve Tutorials. Ich hätte eine Frage zu DaVinci. Wenn ich ein Video vom iPhone XS mit dem Programm bearbeiten möchte und schneiden möchte, ruckelt es ganz schön. Hättest du vielleicht einen Tipp für Handyvideos? Jo, Neo.
Also folgendes, du musst erstmal gucken, was in was für ein Codec dein iPhone aufnimmt. Wenn du in H265 aufnimmst, was ein Codec ist, der super komprimiert und super zusammengedrückt ist, dann ist es sowieso schwer, den abzuspielen. Oder H264 ist auch schwer abzuspielen und in der Free Version noch viel schlimmer, weil die Free Version von DaVinci Resolve hat halt keinen GPU Acceleration. Das bedeutet, du kannst die, also das GPU Acceleration nutzt quasi für H264 und H265 deine Grafikkarte mit zum Auslesen. Das bedeutet, du hast mehr Bums dahinter. Und das macht quasi, dass du deine H264 und H265 Videos schneller und besser abspielen kann. Jo. Noch ein Tipp für Handyvideos. Wenn du ein Handyvideo hast, ne, jag das vorher erstmal durch ein Programm durch, was dir das Ganze in anderen Codec raushaut. Zweitens arbeite immer in einer geringeren Timeline. Wenn du dir das mal anguckst, meine Timeline hier, kann ich mir die Timeline-Settings anzeigen lassen, sind immer, also ich mache es meistens so, ich mache eine Timeline, die schon im richtigen Format ist, aber auf eine sehr, sehr viel geringere Auflösung. Und erst zum Schluss, wenn quasi alles fertig ist, bis auf meinen Audio-Mix-Sound, dann erstelle ich eine neue Timeline, kopiere mir alle Clips und mache eine neue Timeline in der neuen Resolution und hau die da rein. Weil gerade alles das, was Fusion ist, solange du die Frame Aspect, also ob das jetzt Hochformat oder Querformat ist, solange du die nicht veränderst, kann er alles automatisch mehr oder weniger übernehmen. Und dann hast du ganz, ganz leichtes Spiel beim zu Ende exportieren. Du hast also quasi beim Abspielen quasi gespart an Rechenleistung, weil du die ganze Zeit im Angucken nicht immer die 4K-Resolution hattest. Und du kannst natürlich auch Playback und Proxy Mode aktivieren. Ne? Du kannst hier unter Playback, Proxy Mode, Quarter Resolution aktivieren und unter Render Cache, Smart oder User nehmen. Du kannst auch, wenn du viele Fusion Composition hast, den Fusion Memory Cache auf On nehmen. Weshalb du dann Dinge wie das hier schön, oh, jetzt hört ihr mich mit den aus einem alten Livestream, schön, damit es schön quasi gecached wird und Cache Playback Preview ist. Das ist ziemlich cool. Genau. Das kannst du alles machen, um schneller zu arbeiten. Wie gesagt, der Codec wird hierbei wirklich das Wichtigste sein. Aber das ist halt DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ist darauf ausgelegt, ein richtig dickes Ding zu haben an Programm. Also einen richtig großen Prozessor und einen starken Rechner. So, wo ist jetzt der Chat? So. Dr. Distortion, Alter. Ich liebe deinen Namen. Habe ich dir das schon mal gesagt? Dr. Distortion. Apropos Distortion. Es geht hier ja auch um nicht nur Plugins für Fusion, sondern auch Audio-Plugins. Da hatte ich zwar schon mal ein Video zu gemacht, aber du kannst auch mit Distortion von den ganz normalen den ganz normalen Audio-Effekten von Fairlight kannst du auch Distortion nehmen und Distortion auf deine Audio knallen. Distortion und schon klingst du voll verzerrt. Das ist für Gaming-Videos so das Ding, wenn du nochmal so richtig schön ragen und übersteuern willst. So, ne? Oh mein Gott. Ja. So. Und danke an dir. Du hast gerade geschrieben, dass dein Transition Pack, den kaufe ich mir. Sieht sehr interessant aus. Scheint ja flexibel zu sein. Genau, das Transition Pack ist so gestaltet, dass du halt bei fast allen Teilen Regler hast, wodurch du halt
den Winkel der Transition verändern kannst, anstatt vier Transition, also statt eine Transition einfach viermal zu duplizieren und dann von links, von rechts, von oben nach unten, habe ich so gemacht, dass die quasi von unten, dass die quasi, dass der Winkel sich verändern kann. Da kannst du die von schräg auch noch reinhauen. Ja. Ja, Dr. Distortion, du alter Cubase-Nerd. Ja, Cubase kommt natürlich, ist natürlich besser, was Audiobearbeitung angeht. Aber du kannst auch VST-Instrumente mit so einem, du kannst auch VST-Instrumente mit so einem kleinen Mini-Keyboard in DaVinci Resolve reinknallen. Da musst du halt bloß den Input von, das gucken wir uns gleich mal an. Ich glaube, das ist eine coole Idee auch für Leute. In Fairlight selbst kannst du in dem Mixer, in den Input, kannst du VST-Plugins laden. Oh, da habe ich mich jetzt nicht so gut vorbereitet, aber du konntest es auf jeden Fall. Effects, Tools, nee. Ah, du konntest auf jeden Fall. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gehabt. Ah, da komme ich jetzt gerade akut nicht hin. Ach so, du konntest, glaube ich, ein... Hier, das MT Power Drum Kit. Das ist ja ein VST-Instrument. Und das kann ich laden, genau. Das kann ich laden, überspringen. Genau, das habe ich jetzt auch als Input drin, das VST-Instrument. Und jetzt habe ich zwar mein kleines Pad hier nicht angeschlossen, aber jetzt könnte ich zum Beispiel dieses Ding hier auf Rack schalten. Was ist das für ein... Das ist A3. A3 schalte ich auf Rack. Klicke hier auf Dings. Und kann meine Instrumente spielen. Bam, das ist jetzt natürlich echt schwierig, so in dem Sinne, dass du kein Metronom oder irgendwas hast, ne? Das ist echt hardcore, aber sowas ist super, wenn du orchestrale Libraries hast und du dir denkst, naja, ich brauche jetzt mal noch einen Tune, slaps da einfach mal das Keyboard hin, klickst auf Rack und spielst dann noch irgendein Synthi ein. Das macht halt super viel Sinn, wenn du halt denkst, okay, du musst jetzt hier noch irgendwas dazwischen hauen. Und meistens ist es so, dass ja ganz, ganz viele irgendwelche orchestrale Samples an dich verkauft werden wollen. Es gibt halt sehr, sehr viele, die irgendwelche orchestrale Samples verkaufen wollen an dich selber. Und die verlangen dann 40, 50 Euro dafür, dass du ein Sample Pack hast, wo du so viele kacken Samples drin hast und du dir jedes Mal so ein Sample durchhören musst. Und dann einfach... Super geil, wenn du dir so eine Sample-Library da reinlädst als VST-Plugin und dann einfach, okay, du hast jetzt hier einen Tune, aber du willst ja noch irgendwas aufpeppen, dann haust du einfach da die Cinematic Sound Effects rein. Genau. So. Ja. So, noch Fragen zu Audio-VST-Plugins. Dazu kommt allerdings auch noch ein super Tutorial und ich kenne das ja auch. Grundsätzlich Audiobearbeitung kannst du hier auch sehr gut Cleanups machen und als kostenlosen Equalizer, den man zum Cleanup benötigt, finde ich ein bisschen schade gelöst, dass man den Equalizer von Fairlight selber nicht nochmal in das Rack selber reinladen kann, sondern immer erst zum Schluss. Aber ja, als kostenloser Equalizer nutze ich meistens immer den von Melda Productions. Ist auch ein kostenloser Equalizer, mit dem man dann seine Audio schön cleanen kann. Einfach mit Rechtsklick drauf und dann kannst du Lowpass und Highpass und so weiter einstellen. Aber wenn du aus Cubase kommst, dann weißt du das ja, wie man Audio clean bekommt, obwohl du nutzt zu viel Distortion, da wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob du es clean magst.
Genau. Aber wieso sagt mir schon wieder keiner, dass ich nicht auf dem Bildschirm gezeigt habe? Genau. So. Fragen. Ansonsten gehen wir weiter Richtung Audio Visualizer. Aber DaVinci Resolve Tutorial hat noch eine Frage gestellt. Wie bekomme ich eigentlich einen Mod? Also einen Modifier oder was meinst du? Schreib mir das nochmal. Also dieser Reaktor-Mod, das kriegst du rein, ne? Oder wie jetzt? Clean, was ist das? Nee. Na klar, will man die Audio erst sauber haben, bevor man so richtig schön viel Dreck reinschmeißen kann. So, wir wollen ja uns jetzt noch einen kurzen Einblick in diese Sache von Chris Riddings nehmen. Und zwar den Pixel Sorting Fuse. Die habe ich euch auch in die Beschreibung gepackt, weil ich finde, das ein super geiler Effekt für ein paar Musikvideos zum Beispiel. Da gehen wir mal rein. Und diese Fuse heißt dann Pixel Sort. Die Pixel Sorting, die musst du auch in deinen Fuses Ordner hauen. Der ist immer unter User, App Data Roaming und dann unter Blackmagic Design Fusion Fuses. Ja, also der Dateipfad ist immer derselbe, auch bei anderen Plugins und Reaktor. Genau, wir gucken uns mal an, wie das aussieht ohne und mit. Ne? Da seht ihr schon, das ist schon ein ziemliches Ding, ne? Weil wir haben nämlich die Möglichkeit, in dem Pixel-Sorting-Ding einzustellen, wie viel wir sortiert haben wollen. Das hier ist alles sortiert und das hier ist gar nichts sortiert. Ja, also wir haben erstmal eine High- und eine Low-Range. Ne? Die Low-Range nimmt quasi nur die Schatten. Und dann können wir jetzt natürlich sagen, okay, wir wollen bloß die Mitten sortiert haben. Und das Coole ist, wir können anhand von der Luminanz, wir können anhand des Hues filtern, ne, und sortieren, ne, je nachdem, wie die gefärbt sind. Ne. Und dadurch kann man halt ganz viele unterschiedliche Glitch-Effekte machen, was ziemlich cool ist. Aber diese Fuse ist super rechenintensiv, ne? Hier habt ihr übrigens einen schönen Button, wo er auf seinen YouTube-Kanal kommt. Das will ich auch noch bauen, ne? Aber da braucht man Code. Und da, ich habe gestern schon mit Yippie, falls du zuguckst, ich habe gestern mit dir einen Code geknackt. Also ich habe es auf jeden Fall hinbekommen, so einen Soft-Dropdown zu machen, aber das ist immer noch nicht ganz so, wo ich es haben will. Genau, aber du kannst auch anhand vom Red Channel und vom Blue Channel sortieren, was dir natürlich auch wieder ein ganz anderes, eine ganz andere Möglichkeit gibt. Ne? Und das ist ziemlich cool. Wir haben hier unter Output Type haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir hätten gerne die Sort Values. Ne? Dann ist es meistens grau und zeigt uns quasi an, welche Teile, welche Pixel sortiert werden. Aber wenn wir uns das genau ansehen wollen, dann klickst du hier auf Selection und dann siehst du quasi die Maske, die wir haben, nachdem gefiltert wird. Und du siehst hier drüben alles das, was weiß ist, alles das, was weiß ist, wird quasi sortiert. Ja, damit können wir quasi einstellen, wie viel wir sortiert haben möchten. Und je mehr wir sortiert haben möchten, umso mehr wird es dann quasi sortiert. Macht Sinn, je mehr wir sortieren, umso mehr wird sortiert. Und wir können natürlich auswählen, ob wir das Ganze horizontal oder vertikal sortieren möchten. Also von oben nach unten, vertikal, horizontal, rechts nach links. Okay. Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder den Output auf Pixel Sort stellen und so die Sortierung auf horizontal, dann siehst du, dann geht so alles nach oben. Ne? Dann ist unten quasi hell, dann ist oben quasi hell und unten wird es immer dunkel. Aber hier können wir das auch Ganze umdrehen und sagen, okay, oben ist dunkel, unten ist hell. Ne? Und du siehst, der Pixel-Sort-Algorithmus,
Der nimmt sich immer nur das, was in dieser weißen Maske ist, und tut es dahingehend sortieren, bis der nächste schwarze Strich kommt. Ja. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes als ein cooler Effekt, den du einfach mal so in deine Videos ballern kannst. Ja. Und du könntest jetzt natürlich sagen, okay, du fängst an, diesen Pixel-Sort-Algorithmus zu keyframe, um daraus eine Transition zu machen. Ja, machen wir das mal. Wir nehmen, oh ja, die könnte ich euch mal, aber ihr müsst euch die, um, wenn ihr jetzt diese Transition mitbauen wollt, da, und ich werde die euch nachher höchstwahrscheinlich zuschicken, dann müsst ihr allerdings diese Pixel Sorting Views schon haben und installiert haben, weil ansonsten kriegt er die Transition nicht. Genau. So. Aber dazu brauchen wir ja zuallererst einmal zwei Clips. Naja, holen wir uns den guten Tim rein. Tim ist nämlich gerade dabei, einen deutschen Kanal über Color Grading aufzubauen. Und der ist noch nicht spruchreif. Also da ist noch kein Dings. Aber wir sitzen schon an LUTPACKs, also DPX, Power Grades und so weiter. Extra für euch. Und ja, ich gucke mal nach euren Fragen und dann gehen wir mal rein, wie wir so eine Transition daraus basteln können. Ja, Spectral Layers ist ein geiles Ding, aber leider ja echt sehr teuer. Dass man Video-Drags per Drag and Drop in Cubase. Na, aber in Cubase kann man doch. Ach so, wenn du nur die Video-Layers per Drag and Drop nach oben ziehen willst, musst du die nur delinken und dann kannst du dir einfach eine Spur nach oben ziehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dein Problem löst. Aber lass uns eine Transition bauen. Oder? Habt ihr Bock? Schreibt's in die Kommentare. Jawohl. Okay. Auf geht's. Wir suchen uns zuallererst das, womit die meisten meiner Transitions starten, ist ein Blank Preset, was ich mir mal angelegt habe. Blank, 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 blank ist wahrscheinlich unter Fusion Presets. Naja, wahrscheinlich habe ich es mal wieder falsch gespeichert. Aber wir können auch mit einem ganz normalen Cross Dissolve anfangen. Den findest du unter Fusion Transitions, den ziehst du einfach hier drauf und da siehst du schon, okay, ich kann den hier nicht in der Mitte ausrichten und das liegt einfach daran, dass ich hier vom lieben Tim zu wenig Video habe. Also Punkt 1, wenn deine Transition sich nicht nach hinten verschieben lässt, dann höchstwahrscheinlich, weil einer deiner Clips zu Ende ist. Na? Also. Quick Dissolve drauf, mit Rechtsklick draufklicken auf die Transition, Open in Fusion Page. Jetzt sind wir quasi in Fusion, aber in einer besonderen Fusion Timeline, die nur in dieser Transition existiert. Und die geht immer von 0 bis Frameanzahl XY und das ist quasi die 1. So, und jetzt habe ich doch garantiert irgendwo meine Blank Transition. Bam. So. Da habe ich dann einfach Media in 1 und Media in 2 als Merge. Easy as that, mal ganz schnell verbunden. So. Na, hier. Da rein. Subi. So. Und jetzt haben wir die Merge, die natürlich. Und wir müssen uns den Media-Out behalten. So. Jetzt haben wir eine Merge, aber das bedeutet, dass immer nur Layer 1 über Layer 2 gezeigt wird. Ja, das heißt, ich sehe eigentlich immer nur Tim, weil ich bin ja eigentlich vorher zu sehen. So, das bedeutet, ich muss das jetzt verändern, dass ich muss jetzt verändern, dass das quasi umspringt. Und da gibt es eigentlich eine ziemlich gute Möglichkeit. Wir nehmen anstatt einem Merge, wir nehmen einen Dissolve. So, und diesen Dissolve fügen wir hier ein. Ab ins grüne Kästchen mit unserem Ding. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, einen Slider zu bewegen. So,
Aber da wir faul sind, das Wissen von Expressions haben und ein bisschen, und ich euch natürlich ein bisschen was zeigen will, würde ich erstmal hier eine Edit Control erstellen, also eine Custom-Variable. Die nenne ich ganz einfach X, weil X einfach cool ist. Setze die auf Controls, damit sie auch hier angezeigt wird und nicht in so einem eigenen Reiterchen. Und setze die auf Slider Control. Genau. So, setze die auf OK und damit habe ich jetzt erstmal eine leere Variable. Aber ich kann jetzt ganz einfach hier rechtsklick drauf, Modify with und dann Resolve Parameter. Der Resolve Parameter macht eigentlich nichts anderes, als dass er die Zeit, also die aktuelle Frame-Anzahl durch das Ende der Komposition teilt. Also dieser Resolve-Parameter ist quasi ein zeitlich begrenztes Ding, was von 0 bis 1 geht und was man mit verschiedenen anderen Modifiern halt skalieren kann oder zeitlich verschieben kann. Aber ich glaube, das wird gleich sichtbar, wenn wir uns das hier mal angucken. So, wir sind jetzt bei 0. Und wenn ich jetzt auf Go klicke, dann seht ihr, zählt das Ding hoch bis 1 und dann springt es wieder um. Aber ich mache mal hier die Dings aus und ihr seht, es bleibt auf dem letzten Frame stehen und es ist bei 1. Ne? Es geht also nur von 0 bis 1. Und jetzt kann ich sagen, okay, dieses Ding Expression auf X. So, und jetzt haben wir quasi den Dissolve, den wir vorher schon hatten. So, aber was ist, wenn ich das nicht haben will? Ich sage dem Dings einfach, if, also wenn x größer gleich 0,5 ist, also über die Hälfte drüber, jetzt muss ich Komma eingeben, weil ich teile damit das Ding und sage, okay, was passiert jetzt, wenn x diese Variable größer ist, dann 0, ansonsten 1, Klammer zu. Und yep, die Expression ist falsch. Das ist natürlich wieder klar. If x equals... Nee. Wir sagen einfach, wenn das kleiner als 0,5 ist. Und das ist auch falsch. Irgendwo habe ich einen Syntaxfehler. Seht jemand den Syntaxfehler? Vielleicht ist es das doppelte F. Nö, keine Ahnung. Warum? Ah, ich mag das nicht. Also nochmal. If, Klammer auf. If x kleiner 0,5,1,0 und immer noch rot. Ah, aber ich habe eine Idee. Hi Uwe, ich weiß, dir ist das mehrere Nummern zu groß, aber nicht so wild. Ich wette, du kommst da auch noch hin. Noch Fragen? Kannst du zu den Plugins, die du dann noch einen Stream-Ausschnitt oder Video? Also der Stream hier grundsätzlich wird so hochgeladen, wie er ist und ich werde das Ganze einfach nummerieren und zeigen. Genau. So, ich habe eine Idee, wie wir ganz schnell auf die Sache kommen, die wir suchen. Und zwar habe ich mir genau das Ding irgendwo mal in den Presets rausgeholt. Und den füge ich jetzt hier ein. Keine Sorge, ich weiß auch wie. Okay. Ah. Ja. Ah ja. Okay, ich hole mir jetzt hier mal einfach die Expression rein, die ich mir vorgeschrieben habe. Dazu brauche ich aber auch kein X und so weiter.
Hallo? So, jetzt nochmal. Das ist das Dissolve, was ich nehmen will. So, und das Dissolve sagt quasi, ab Hälfte wird, also das mit den If-Statements muss ich echt nochmal üben. Okay, das Dissolve sagt jetzt quasi, vorher springt es um. Ne? Ab Richtung Abhälfte springt es um. Das ist halt quasi der harte Schnitt, der ganz normal ist. Aber jetzt können wir quasi sagen, wir haben diese Fuse, diese Pixel-Sort. Ne? Diese Pixel-Sorting, das ist der Pixel-Sorting-Algorithmus. Ne? Und der fängt an. Und jetzt können wir die High-Range einstellen. Und zwar ist das, jetzt brauchen wir wieder eine Funktion, die uns sagt, okay, wir brauchen wieder, die soll hochgehen und dann wieder runter. Ne? Also das, was wir dazu tun müssen, ne, ich weiß, viele steigen jetzt aus und es tut mir wirklich leid, aber das ist das, wenn ihr eigene Transitions bauen wollt, müsst ihr damit echt umgehen können. Also, oder ihr kauft euch mein Transitions Pack, aber ich will euch gar nicht mit Werbung zuballern, denn das ist schlecht für die Reputation, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. Aber nur mal so zum Mitdenken, wir suchen uns jetzt hier mal das Graph zeichnen, also das Rechnertool online raus und ich weiß, ihr seht das nicht so gut, deswegen plug ich das mal hier ab, damit ihr das ein bisschen sehen könnt. Okay, wir haben jetzt genau diese x-Quadrat-Funktion ist das, was wir suchen, nur umgedreht. Das heißt, wir müssen erstmal minus x eingeben und dann müssen wir das links-rechts verschieben. Und zwar, wir müssen minus 0,5 machen und das in Klammern. Bam. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal plus 1 setzen. Und das Ganze dann zweimal oder viermal? Ja, viermal. So, wer Mathe 8. Klasse hat, der wird sich erinnern, das war beschissen. So, und das Gute ist, da wir x schon als Variable haben, haben wir es jetzt einfach. Wir können nämlich jetzt einfach hier draufklicken auf die High Range und die mit einer Expression belegen. Na? Zwischenablage wollen wir diese Expression haben, aber dieses x, das liegt ja noch auf, das haben wir ja, ach so, jetzt haben wir natürlich das Dissolve gelöscht, naja, das heißt, wir müssen das x nochmal neu vergeben, das heißt, wir machen genau dasselbe, einfach Edit Controls, einmal hier reinklicken und, na, ich will doch nur alles einmal in x umbenennen, das soll eine Text Control sein, eine Slider Control und auf Go. Und schon haben wir hier unten ein x. Und dieses x müssen wir jetzt nochmal modify with resolve Parameter machen. So, und jetzt haben wir die High Range, die hochgeht und dann wieder zurückgeht. Na, das heißt, wir haben jetzt also einen Pixel Sorting Algorithmus, der von 0 bis 1 hochzählt und wieder runter. Und du siehst es hier im zweiten Viewer natürlich jetzt auch. So, ich mache mal High und Motion Blur weg. Und jetzt haben wir quasi super schnell eine Glitch Transition, die natürlich am besten funktioniert, wenn wir Footage nehmen, der halt ähnlich ist. Weil du siehst es hier. Hardcut zu schwarz, ne, quasi, und hier weiß. Das ist jetzt nicht der optimale Übergang, aber es ist eine coole Transition, die man sich quasi jetzt speichern kann. So, und dann kommen wir mal zu Makroerstellung. Also das, womit ich gerade ringe. So, wenn ich jetzt ein Makro erstellen will, ne, dann markiere ich mir all das, was diese Transition ausmacht. Klick da mit Rechtsklick drauf und mach Makro, Create Makro. Und jetzt muss ich hier durchgehen und all die Parameter anwählen, die ich veränderbar haben möchte. Und da muss ich tatsächlich sagen, der Pipe Router, den brauche ich als Input
Und den PipeRouter 2 brauche ich auch als Input, weil das meine Inputs für die Media-Ins sind. Genau, den Dissolve brauche ich gar nicht, weil der macht ja bloß meinen harten Cut. Aber das, was ich brauche, ist dieser Pixel-Sorting-Ding. Den brauche ich auch als Output und alles das, wo was angewählt ist, ist rot. So, und das, was ich quasi brauche, ist alles von dem Ding. Also Direction, Sort by, Values, irgendwas, blam, 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 blam. Bis auf das X, das ist ja nur eine Custom-Variable. Wir könnten uns jetzt sogar überlegen, ob wir die High Range und die Low Range nehmen. Ob wir die High Range rausnehmen, weil das ist ja ein Ding, was wir automatisch quasi gemacht haben. So, und damit hätten wir das Makro auch schon fett dabei. So, und da ich den Chris Riddings cool finde, nehme ich auch diesen die Buttons von ihm mit rein. Weil es ist seine Transition quasi. Und da muss ich Ihnen auch mal wirklich danken. Wie gesagt, Link zu dem Tool ist unten in der Beschreibung. So, und das nennen wir Riddings Pixel Glitch Transition. So, close mal das ganze Ding down und speichern wir es uns am besten unter Fuses, Fusion, Templates, Edit, Transitions. Und genau in den Ordner Generator würdest du zum Beispiel sowas reinhauen wie die Loading Bar Animation, die du auf meiner Webseite findest, oder die Titles. Also die Titles könntest du da reinspeichern unter Generators oder den Countdown, all so ein Scheiß, den du auch auf meiner Webseite findest. Aber da wir, wir haben ja einen eigenen Ordner für Titles. Johannes, lesen, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das würde man unter Transitions reinhauen. Genau, so, die speichere ich mir und jetzt ist sie das nächste Mal verfügbar, wenn ich Resolve aufmache. Aber man kann jetzt natürlich sagen, okay, ich habe keinen Bock, so lange zu warten. Das heißt, ich setze mir hier einen Schnitt. Und ich suche mir genau diesen Ordner raus. Aber bevor ich das jetzt einfüge und wir eine Probe aufs Exempel machen, gucke ich nochmal in die Kommentare. Doktor, das ist doch. Du bist geil. Aber wenn du mal wirklich durch dieses Transition Pack durchschauen willst, dann kannst du diesen ganzen Code von den Transitions kannst du ja mal aufmachen. Warte, ich zeige euch das mal. Wenn man nämlich mal Bock hat, Makros, wenn man Bock hat, also jemand erstellt Makros und du denkst dir, boah, ich würde mal ganz gerne wissen, was in dem Makro drin ist, dann musst du eigentlich nur ein Wort in der Textdatei austauschen und schon bist du fertig. Pass auf, du kannst nämlich ganz einfach, wenn du ein Makro hast, nehmen wir dazu sollten wir erstmal vielleicht in Fusion gehen. Okay, gehen wir in Fusion rein und suchen uns den Ordner, wo unsere ganzen Makros und Transitions drin liegen. Ne? Den findest du immer unter Effect Library und wenn du hier unter Edit Templates und Titles und Transitions und so weiter die hier ein Makro reinziehst, ne? Was ist hier los? Wieso darf ich denn das nicht anzeigen? Das ist ja lustig. Ja, wollte schon sagen. Du kannst dir nämlich hier unter Edit, Show Folder, unter den drei Punkten kannst du dir nämlich hier was reinziehen. Und ich mache mir mal ein Duplikat von dem Bounce Slide, Steuerung C, Steuerung V, eine Kopie. Öffne die mal. Ich habe jetzt Notepad aktiviert und es ist immer handy, sich hier unter Sprachen sich Lua anzeigen zu lassen, weil alle Teile auf Lua geschrieben sind. Aber das, was du ändern musst, ist hier oben, da wo Macro Operator steht, ganz oben unter diesem Bounce Slide, da einfach nur anstatt Macro nicht Froop, sondern Group Operator hinzuschreiben, anstatt Macro Operator. Das Ganze kannst du dir speichern. Und dann kannst du quasi in jedes fucking Makro reinschauen. Ziehst du einfach das Makro-Ding rein und schon hast du es als Gruppe da und kannst in das Transition-Pack reingucken, wie das aufgebaut ist und so weiter.
Also, du kannst dir jetzt was davon mitnehmen. Du kannst dir jetzt quasi mein Transition Pack kaufen und damit quasi dir selber aneignen, wie kann man denn Transitions bauen? Just saying, ne? So, aber das sage ich euch nur, weil ihr im Livestream zugeguckt habt, weil die, die den Livestream meistens im Nachhinein angucken, die sind meistens nicht so lange dabei. Von daher danke, dass du schon so lange zuguckst. Jo, schreibt mir mal in den Chat, ob euch das geholfen hat. Seid ihr denn noch online hier und was ihr für Fragen habt? Immer raus mit Fragen. So, ich muss Leute grüßen. Mons, Hallöchen. Steve Ray, du hattest eine Nachricht zurückgezogen. Ja, wer ist jetzt hier noch zum, wer wird hier noch zum Nerd? Und Uwe, wenn es dir zu hoch ist, dann hol dir die Makros, hol dir die Presets von meiner Webseite. Ich versuche das so weit vorzubauen, dass du es einfach easy reinhauen kannst, ne? Dass du es einfach für dich gut nutzen kannst. Was würdet ihr euch denn wünschen? Das würde mich mal interessieren. Was würdet ihr euch wünschen an Stuff, den ich für euch basteln kann? Ne? Ich bin ja, ich mag es ja, die Community zu besänftigen. Ne? Achso, die Dissolve Node, ja. Die findet man manchmal nicht. Die wird auch mit Doppel-S geschrieben, weil sie von Dissen kommt. Die disst dich, die mag dich nicht, die Dissolve Node. Stevie. Okay. Steve Ray, sorry, nicht Stevie. Oder soll ich dich Ray nennen? Ah, Ray. Ah, das waren Zeiten. Beyblade. Ray war einer der meiner Lieblingscharaktere, obwohl ich Drusil am besten fand. Ich sollte aufhören mit 90er-Jahre-Sendungen, um mich zu schmeißen. Das kennen die Jungen von euch, kennen das gar nicht. Und die Alten von euch, aber was heißt ja die Alten? Das ältere Kaliber, die denkt so, hä? Cartoons haben wir nicht geguckt. So, also haut raus, was ihr euch wünscht, weil nur so weiß ich, was ich machen kann. Was euch helfen würde. Okay. Wie spät ist denn das? 19, also wir sind jetzt über eine Stunde drüber. Wollt ihr noch weitermachen oder nicht? Weil ansonsten, ich bin gerade drin. Wir könnten auch reingehen in Audio Visualizer, aber ich denke, da würde ich eher das Tutorial dazu machen. Ian, Music and Sound, meine PC-Config reinstellen. Bin auch recht neu in Resolve, aber es läuft bei mir nicht flüssig. Spul mal ein bisschen weiter zurück, da hatte ich es auch schon gelabert in so einem Laber-Part. Genau. Grundsätzlich kann ich dir empfehlen, du brauchst einen CPU, der richtig rechenfähig ist, also CPU over RAM und eine Grafikkarte, die relativ gut ist. Irgendwas, was 4 GB Minimum hat. Und es ist egal, ob du RTX-Grafikkarte hast oder eine GTX-Grafikkarte, das nimmt sich nicht so viel. Es sei denn, du willst irgendwann 3D-Animationen machen mit Blender, dann hilft dir RTX, weil Raytracing optimisiert ist. Aber ansonsten, wenn dir Fusion erstmal ausreicht, hol dir eine gebrauchte 1080 Ti, dann bist du erstmal super ausgelastet. Oder du machst wie ich eine 1070 Ti mit 4 bis 6 GB, reicht vollkommen aus. Genau. Jo. Wenn ich hier die ganze Zeit über PC-Parts labere und zum vierten Mal erkläre, wie man DaVinci Resolve für Playback optimiert. Ne, weil das kannst du nämlich immer machen, immer schön die Project Resolution klein halten und immer erst zum Delivering hin eine große Timeline erstellen, die quasi dasselbe hat. Moin Chris, der Chris fragt, sag mal, gibt es irgendwo eine gute Übersicht, was die verschiedenen Nodes machen? Meistens habe ich das Problem, dass ich den Namen von der Node nicht auf den Effekt schließen kann. Und zwar folgendes, es gibt sowas, das nennt sich das Fusion Manual.
Und ich glaube, das ist das letzte Mal für Fusion 9 rausgekommen. Und das hat 200 Seiten. Wenn du das googelst, findest du das auch auf der Blackmagic-Seite. Und da kannst du reingucken, auch wie welche Fuses zu wie welche Nodes zusammenhauen und was die machen. Ist, glaube ich, allerdings auf Englisch, wenn du damit klarkommst. Ansonsten kann ich dir nur sagen, ausprobieren. Na, es ist viel, also Fusion und Nodes bedeutet halt, du hast halt sehr, sehr viel dieses. Eine Node ist super vielfältig. Du kannst den gleichen Effekt wie was anderes super schnell erzeugen, indem du ganz einfach andere Nodes nimmst. Und ja, 3D und Bump Mapping ist so geil, um Texturen zu nutzen. Ich sehe, Dr. Distortion ist schon weiter, aber 3D wird auf jeden Fall auch noch kommen. Ich glaube, das, wo man dann die Perlen von den Säulen unterscheiden kann, oder wo sich dann die Haarspitzen teilen, ist dann, wenn es in Richtung Shader geht. Wenn man dann überlegt, okay, nehme ich Ward, nehme ich Blinn, nehme ich CocTorrents. Welcher Shader macht jetzt das, was ich will? So, ne? Da kannst du dir schon mal ganz gut den Kopf reiben. Aber Fusion Manual, wenn du gerade mal Zeit hast, dir 400 Seiten auf einmal durchzublättern, immer eine gute Idee. Aber die haben das da mit den Shadern richtig gut erklärt. Aber Dinge, die jetzt zum Beispiel nicht gesagt werden, sind, wie man Auxiliary Channel im Channel Boolean nutzt. Das ist zum Beispiel was ich mal in einem Livestream irgendwann ganz am Anfang gemacht hatte, wo man dann halt mittels wo man quasi genau das macht, was After Effects für 3D-Titles macht. Die emulieren ja nur 3D-Titel, wenn du jetzt nicht gerade Element 3D kaufst und runterlädst und da einbindest. Genau. Jo. Ansonsten, sonst noch Fragen, Leute? Ich habe euch voll vergessen, diese Transition zu zeigen, ob die funktioniert. Genau, weil jetzt könnten wir ja unter Transitions dieses Writing-Ding hier dazwischen kloppen. Ah ja, ne, das natürlich nicht. Nicht so, aber es ist auf jeden Fall da. So, ich muss jetzt mal ganz kurz DaVinci Resolve neu starten, weil ich sonst nicht die Transition sehe. Aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ihr könnt ja in der Zeit immer noch kräftig Fragen stellen. 3D ist eine super spannende Sache, aber es muss halt wirklich strukturiert sein. Wenn du mit 3D mal rumprobieren willst und Partikelsysteme, nutze mal Replicate 3D und dann kannst du nämlich auch Subdivisions hochstellen und echt super vielfältig irgendwelches Zeug machen. So. DaVinci machen wir neu auf. Ich glaube, im letzten Livestream war das, als ich diese Minecraft-Animation gemacht habe. Und das ziemlich cool ist. Aber ich muss halt echt sagen, in Blender ist halt einfacher für 3D, weil da das UV-Add-Ding auch noch ein bisschen intuitiver ist. Du hast halt einen eigenen Workspace. Aber wenn ich mich ein bisschen mehr in UV-Editing in Fusion reingehauen habe, dann werde ich natürlich auch ein Video darüber drehen, wie man so seine eigenen Albumboxen durch die Kante fliegen lassen kann. Weil im Endeffekt ist es ja eigentlich nur ein Würfel, der in Form gepresst wird und den man dann nutzen kann. Und irgendwie, yep, das Resolve. Weiter geht's. Und ja, heute habe ich echt gute Laune, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe noch so viel zu tun. So, wir haben hier unseren Schnitt. Und dann lasst uns doch mal gleich mal gucken, ob unter den Video Transitions, unter Fusion Transition, unser Redding Pixel Glitch gekommen ist. Und es sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Also du kannst ab sofort kannst du dir den Riddings Pixel Glitch auch runterladen und du kannst hier natürlich jetzt auch wieder einstellen, ob du Increasing, Decreasing nimmst.
oder ob du Vertical oder Horizontal glitchen willst. Und den lade ich euch jetzt mal in Mediafire hoch. Aber wie gesagt, ihr werdet die Views brauchen, weil ansonsten läuft es nicht. Also ihr braucht diese Ridding Pixel, also ihr braucht dieses Riding Pixel Sorting Ding, ansonsten funktioniert das Ding nicht. Ne? Aber das lade ich euch hoch und dann denke ich mal, machen wir so langsam mellow, wa? Genau, so, also der funktioniert, den suche ich euch jetzt hier raus und lade ihn euch auf. Oh, hier, Funktionsgrafen, sehr geil. Okay, wir suchen uns Mediafire. Also, ich muss mal wirklich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass irgendjemand, also, bringt euch eigentlich die Streams was, weil das ist nämlich so ein Ding, wo ich sage, Streams sind super cool, mir machen sie mega Bock, aber ich sehe halt immer nicht immer, dass da so viele zugucken. Und das, ich meine, klar, es ist ein langes Format und man muss da halt dabei sein und mit den Leuten interagieren und ich fang an, immer irgendwelche Dinger zu vertauschen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt euch angucke und vergesse dann umzuschalten, dann sind dann viele raus, weil sie denken, pff. Und ja, ich will noch mein ganzes Zeug ein bisschen verbessern. Ein Equipment Capture Card ist bestellt, kommt allerdings aufgrund von Corona erst Ende des Monats. Und ab dann heißt es dann Blackmagic Pocket und nicht mehr Webcam, Dingsi Bumsi. So, jetzt aber, wo ist mein Chat? Da. Bam. Mediafire, Riddings Ding. Und denkt dran, ihr müsst euch den in die Transitions speichern, da wo ihr auch meine Transitions reinspeichern könnt. Subi. Sonst noch Fragen? Leute. Dann hoffe ich, dass dieser Stream euch geholfen hat und mal so wirklich tief eingestiegen ist in die Richtung Transitions bauen und vor allen Dingen, was so Plugins insgesamt können. Also erweitert euer DaVinci Resolve mit allem möglichen, was ihr könnt. Oh, ich sehe gerade, mein Bild ist super glitchy. Es ist nicht gerade von der Auflösung her sehr flüssig. Das tut mir echt leid. Wieso ist denn das jetzt so? Oder seht ihr das flüssig? Das würde mich mal interessieren. Weil so choppy war das auch am Anfang. Und ich glaube, das könnte an meinen Einstellungen liegen. Naja. Video? Nee, das ist normal. Ausgabe? Auch normal. Keine Ahnung. Okay. Aber ich würde euch dann trotzdem nochmal ein was fragen. Und zwar, was glaubt ihr, was könnte diesem Stream mehr Value geben? Also, ob ich jetzt sage, ich hau da jetzt irgendwelche Animationen da rein oder irgendwelche Counter, irgendwelche, hey, Typ XY ist cool, irgendwie sowas. Findet ihr das cool oder findet ihr das eher ablenkend? Das würde mich mal sowas interessieren oder mal Hintergrundmusik einbauen und da würde ich mal gucken, wo man da so Streaming-Musik irgendwie ranholen kann. Weil das ist halt sowas, wo ich mir denke, Hintergrundmusik fehlt hier so ein bisschen, aber ich möchte es auch nicht zu überladen machen, weil man muss ja bei mir trotzdem manchmal überlegen. Siehe Funktionsgrafen und so weiter. Aber ich hoffe, du hast jetzt richtig Bock gekriegt, 3D-Plugins, also Third-Party-Plugins in DaVinci Resolve zu installieren und das auch für dich zu nutzen. Und ich hoffe, du freust dich auf mein Reactor-Tutorial zum Thema Audio-Visualizer, weil da werde ich nämlich einige Third-Party-Plugins nutzen und da steigen wir noch ein bisschen tiefer rein. Ja, Mirko, meine Hardware, ich glaube, so meine Hardware ist nicht wirklich gut. Muss ich ehrlich gesagt sagen, ich weiß halt, wie ich damit umgehen kann und ich habe halt fast nur Blackmagic Raw Footage, was ich schneide.
Ich habe nicht H264-Footage oder so. Genau. Aber ja, Hardware ist immer ein Thema. Ich weiß, aber Johns Film macht super coole Hardware-Picker-Sachen, wo man halt up to date sieht, okay, welche PC-Parts sind für mich das Richtige. Aber grundsätzlich würde ich euch den Ryzen 3900X empfehlen, also 3900X, der mit 8 Kernen, 8 oder 12 Kerne hat der und richtig viel Power. Der ist richtig gut, weil Fusion, das ist das, was ich nicht verstehe. Aber das liegt halt daran, dass Fusion vorher mehr oder weniger CPU-based war und erst diese ganzen Grafik-Accelerated-Teile viel, viel später jetzt kommen in der Entwicklung. Und zwar, ja genau, der Threadripper, ja, du willst gleich den größeren nehmen, ne? Da kennt sich jemand aus. Den Ryzen Threadripper 39X, 3900X, das ist eine gute Wahl. Zusammen mit einem guten Mainboard und mit einer GTX 1070 oder 1080 Grafikkarte. Und dann, was natürlich auch ziemlich gut ist für Zwischenspeicher-Partikelsysteme und all so ein Frums, sind mindestens 32 GB RAM. Ich bin hier auf 16 und ich komme mit 16 auch durch Fusion durch. Aber wenn es halt 4K und Effekte ist, dann ist es echt ein Krampf. Wenn ihr euch meinen Livestream zu Paul Marx Medias Effekten zu seinem letzten Musikvideo anguckt, zu nie laut genug, nee, nicht nie laut genug, sondern Mensch, wie hieß es denn? Also Paul Marx letztes Musikvideo hatte ganz, ganz viele grafische Effekte und ich habe mal einen Livestream gegeben, wo ich noch nicht so mit Livestream-Setups drin war. Da war die Audio sehr leise, aber da zeige ich sehr, sehr viel, wie man so Grafik-Sachen und Particle-Systeme nutzt. Und das ist halt so ein Ding, wo man sehr, sehr viel mitnehmen kann. Aber da sieht man auch, mit 16 GB RAM kommt man bei 4K-Auflösung echt nicht weit. Und das ist halt so eine Sache, wo man sehr viel optimisieren kann, gerade auch in der Playback-Performance vorher schon in den Codec umzuwandeln, der besser ist und so weiter. Oder Proxies zu erstellen, aka Optimized Media. Super wichtig, meiner Meinung nach, wenn du auf einer Möhre schneidest. Genau. Das ist die Blackmagic Pocket 4K. Und Dr. Drohne, du kennst dich ja wahrscheinlich aus. Mavic Air 2 ist eine gute Wahl, aber ich habe gar keine Drohne, weil ich bin bisher nur die Mavic Air 1 geflogen und einmal die Pro, die Mavic 2 Pro bin ich mal geflogen. Die bringt ein schönes Bild raus. Ich bin halt immer so der Fan von 10-Bit Minimum an Footage, deswegen würde ich als Kamera gerade für Musikvideos und anderes Zeug, würde ich immer empfehlen, mindestens die Fuji X-T3 zu nehmen. Oder halt dann was Größeres, was 12-Bit oder 16-Bit macht, wie so eine RED, aber die kann man sich meistens nicht für jedes Musikvideo mieten. Genau. Top 5 Effekte und Transitions und so weiter kurz erklären, das Video oder live. Ich glaube, das würde ich eher so als Video an sich machen, so mal für zwischendurch. Genau. Genau. Für Musikvideos und alles, was Color Grading bedarf, würde ich niemals zu Sony 7 greifen, weil die hat nur 8-Bit. Das zerfällt dir, wenn du in der Postproduktion noch irgendwas einstellen willst an Farbe. Ne, das ist halt so ein bisschen die Krux an dieser. Die hat einen super Autofokus, aber der und der hat auch ein super, super Rauschverhalten, aber der Codec zerfällt halt, weil 8-Bit.
Deswegen würde ich immer zur X-T3 für Musikvideos ziehen. Aber wie gesagt, ich möchte auch mal einen Livestream vorbereiten, wo ich meinen ganzen Musikvideoschnitt-Breakdown mal in eure Köpfe reinhaue. Und ihr könnt mir mal sagen, was ihr eigentlich als nächstes haben wollt. In der letzten Umfrage war Gaming-Videos ganz oben. Deswegen mein Aufruf an dich, der das da draußen guckt. Falls du mit mir am Donnerstagabend zocken willst eine Runde, da sammle ich nämlich Footage für meinen Livestream-Cut, der dann nächste Woche kommt. Da zeige ich mal so, wie ich ein Gaming-Video schneiden würde in einem Livestream. Ja, natürlich werde ich vorher so das ganze Footage sortieren und so weiter, werde ich raushauen und dann werde ich zeigen, was ich an Effekte mache. Genau, nächste Woche. Falls euch das interessiert. Ansonsten kommen auch noch definitiv Imagefilme und so 3D-Einblendungen für Imagefilme. Ich habe da noch eins im Hintergrund mit es wird Brawlhalla gespielt, also der Super Smash Bros. Klon. Genau, ich bin kein Fortnite-Spieler. Ich bin super schlecht in Shootern. Ich sehe immer die Leute nicht. Weil ich habe mit meinem Bruder immer mal Call of Duty gespielt, als wir im Abi waren. Das ging gar nicht gut. Genau, 2D-Bilder animieren wäre ganz interessant. Da habe ich auch schon mit ein, zwei Leuten aus der Community gesprochen. Es gibt super geile Effekte. Zum Beispiel kannst du einfach eine Maske ziehen und die halt als Particle-Emitter reinhauen in die Region und davon dann Particles emittieren lassen. Das ist ziemlich cool. Das ist was ziemlich gut ist. Also ich weiß nicht, wo du das her hast, Wolgi. Aber 60 GB RAM sind auf jeden Fall genug. Meistens gibt es sie nur in Kombination entweder 32 oder 64 GB RAM. 32 GB RAM sind super. Aber wenn du halt wirklich viel und große Partikelsysteme machen möchtest, dann ist es schon RAM-intensiv. Solltest du auf jeden Fall auf 64 upgraden. 16 GB RAM sind ein bisschen wenig. Genau. Arma 3 ist eher was für mich. Was ist denn Arma 3? Das sagt mir gar nichts. Muss ich mal googeln. Aber wie gesagt, falls du Bock hast, mit mir zu zocken, schreib mir einfach auf Instagram und wir machen was klar. Genau. Du hast ein Problem mit deinem Moser R, Mirko. Ich habe gerade das Problem, einen Moser Air Gimbal an der Flycam Steadicam Galaxy ranzubekommen. Das kann ich sehr verstehen. Ich habe den Moser Air 2 da oben und ich habe auch schon die ganze Zeit versucht, den an so eine kleine Steadicam zu kriegen. Aber mir fehlt einfach das Gewicht. Selbst wenn ich das Ding voll ausfahre, dann ist das immer noch nicht so, dass das schwer genug ist, dass das Gimbal plus Kamera hält, ne? Das ist halt so ein bisschen, du brauchst halt eine größere Steadicam. That's the way it goes. Du willst hier so ein Trinity, so eine Minity machen, genau. Ey, du suchst dir jetzt einen Schlosser, auch gut. Ich habe mir für Feuershows und Feuerstunts habe ich mir mal bei einer CNC-Bude so ein brennendes Herz lasern lassen. Das war sehr cool. Goodie. Yo. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann würde ich euch jetzt in den Abend entlassen. Ich finde es super schön, mit euch zu quatschen. Versteht mich nicht falsch. Aber ich habe noch ein, zwei Dinge auf der To-Do-Liste. Und damit ich heute überhaupt mal zum Schlafen komme, weil morgen geht es wieder früh raus. Ja, die Ari Trinity für Arme. Die will ich auch mal ausprobieren. Aber vielleicht, also bei uns in Leipzig gibt es ja so einen Ari-Shop. Vielleicht haben die mal. Aber selbst für einen Tag mieten kostet die einen Arm. Ne? Also, da würde ich lieber das so basteln. Aber mir fehlt so die Support-Schiene, die dann das Handgelenk stützt. Das ist immer voll geil. Ja, was arbeite ich? Also gerade aufgrund von, also, falls du es vorhin nicht mitbekommen hast, ich bin eigentlich Visual Effects, Special Effects, Stunt Coordinator. Also ich bin eigentlich jemand, der in der Pipeline zwischen 3D und Set sitzt und am Set sagt, okay, wir brauchen hier noch Feuer, damit dann nachher das 3D realistisch aussieht.
Und da habe ich seit Corona echt sehr, 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 sehr viel gespart und ich habe sehr, sehr wenig Aufträge. Ich war als Feuerstuntman in verschiedenen Musikvideos. Ich habe auch einen Zweitkanal, der sich nur um Feuer dreht und auf den ich sehr, sehr lange nichts mehr hochgeladen habe. rot-feuer.de heißt der. Da kannst du gerne reingucken, falls du was für Musikvideos wissen willst oder für irgendwelche coole Effekte. Aber ich glaube, wenn du Drohne und Feuer kombinierst, das könnte schwierig werden. Genau, und deswegen habe ich erstmal einen Minijob angenommen. Also das muss ich ehrlich gesagt sagen, Corona trifft mich sehr. Und genau deswegen habe ich das Transition Pack gebaut, weil ich dachte, Transition Pack gibt es nicht so für DaVinci Resolve. Mal gucken. Und vor allen Dingen das, was ich mache, dass man die so drehen kann und rotieren kann, wie man will. Ja, das gibt es halt auch noch nicht so. Und deswegen hatte ich gedacht, jo, machen wir das mal. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend. War super schön mit euch und ich freue mich, wenn wir das nächste Woche wieder machen können. Wie gesagt, meine reguläre Streamzeit ist 18 Uhr, 18:30 Uhr, irgendwie so, je nachdem, wie es halt an dem Tag eintaktbar ist. Genau. Ihr könnt mir auch Vorschläge schreiben, aber ich weiß halt zum Beispiel von dem Patrick von Pixel und Spätzle, dass der Donnerstag streamt und ich da auch immer mal gerne dabei bin, weil das ist mehr so der schöne Laber-Chat. Und bei mir, ich will halt Input geben und ich will euch Tutorials bringen und Q&As und all den ganzen guten Shit. Hi Bobby, leider zu spät, aber du kannst jetzt noch zurückspulen, um von Anfang an ein bisschen durchzuswipen. Ansonsten, der Stream ist meistens so gegen 9, 10 Uhr morgens wieder aktiv. Also ich lasse den immer oben und habe da eine ganze Playlist mit Streams, die ihr euch angucken könnt. Und ich werde die auch nachbearbeiten, in dem Sinne, dass ich Timestamps reinhaue, grob, wo ist was. Also zum Beispiel, wie wir jetzt eine Transition grundsätzlich bauen und wie man jetzt die Riddings Pixel Glitch Transition bauen, die ihr ja im Chat gesehen habt. Genau. So viel dazu. Haut rein, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Und ich hoffe, bis Sonntag ist das Audio Visualizer Tutorial fertig für DaVinci Resolve. Bis dahin, ciao.